Und das ist eine Überraschung für euch. Wir sind hier in der Garage. Beat Wetzel. Und der Beat hat gesagt, Danny, du musst vorbeikommen. Jetzt habt ihr gesehen, es hat gerade geknallt. Beat, eine Sensation hier. Jetzt habe ich gemeint, ich komme wegen einem neuen Auto und du überrollst mich sprichwörtlich. Danny, das ist unser neues Kind. Lambretta Roller, designed in Italien. Eine Traditionsmarke, die es schon lange gegeben hat, die im 17. wieder neu lanciert worden ist. Und wir haben jetzt die offizielle Vertretung hier auf der Gegend. Mit Verkauf, Reparaturen, Zubehör und allem drum und dran. Ja, gehen wir fahren. Wir machen eine Probefahrt. Komm, wir gehen in den Klaus. Hat man schon. Safety first. He? So. Perfekt, Danny. Wunderbar. Und auf geht's! So, also sprichwörtlich mit Vollgas geht's ab in Frühling. Beat, jetzt musst du mir sagen, wie ist das eigentlich? Normalerweise bist ja du bekannt für den Seat. Was hat dich jetzt dazu getrieben, um so einen schmucken Pfupf zu holen? Ja, Danny, wir haben gedacht, als weiter Standbein nehmen wir jetzt noch Lambretta dazu, weil das tut sich doch vom Design her mit südländischem Design doch mit Seat gut paaren. Seat, die wir ja nur noch reparieren und Service machen, und auch als Stop-and-Go-Partner natürlich alle anderen VW-Marken. Mit der Lambretta erhoffen wir uns mehr Kundschaft, neue, junge Kundschaft und vielleicht auch Pendler, die auf Kurzstrecke so einen Roller einsetzen wollen. Beat, jetzt gerade das Thema junge ansprechen. Wie sind denn die Konditionen, um überhaupt mit dieser Maschine herumzufahren? Das ist das Tolle daran. Das sind 125 Kubik. Da darf man jetzt ab 16, man muss entsprechende Fahrausweis machen, fahren. Die älteren Leute, die ein Autobillett haben, die müssen und kein Motorrad eingetragen haben im Fahrausweis, die müssen nur drei Samstage eine Fahrschule machen, beim zum Beispiel Daniel Lobstein. Und dann kriegen sie das Billett auch. Das macht jetzt gerade meine Frau und das kommt gut an. Auch meine Mitarbeiter sind voll auf dieser Schiene jetzt und Lambretta. Später. Ja, aber los jetzt. Jetzt muss ja irgendwann den Menschen noch die Möglichkeit geben, dass man das prüfwarm bei dir anschauen kann. Ich nehme an, du hast ein Event in petto. Wann kommt man vorbei? Wir haben eine Frühlingsausstellung und das ist am 1. 2. April bei der Werkstatt zusammen mit dem Modegeschäft von Neu. Und wir werden, wie wir es immer hatten, eben ein Apero machen. Es gibt etwas zu trinken und es gibt vor allem verschiedene Lambrettas in verschiedenen Farben zu bestaunen. Und man kann natürlich auch die Möglichkeit für eine Probefahrt machen. Du hast eine scheisse Freude, habe ich gemerkt. Du gehst jetzt noch ein bisschen in die Ausfahrt. Ist das jetzt auch, seit das hast du bei dir Usus? Ich habe wieder angefangen, ein bisschen rumzufahren und ich genieße die Freiheit, die man hat auf diesem Roller. Weil also, du bist rassig, schnell neu, du hast keine Parkplatzsorgen. Es hat einfach ein paar Sachen, die die Jugend zurückbringen und das finde ich als alter Mann noch toll.